Moin Moin, hier ist wieder Alex von Aquifels Filmecke und heute gibt es ein Review zu Ganz Akimbo. Und ja, Daniel Radcliffe, der tut ja eine ganze Menge, um, ich sag mal, das Harry Potter Image loszuwerden. Und da kommen teilweise wirklich coole Filme bei raus, die auch so ein bisschen, ja, mal ein bisschen was anderes sind. Und Radcliffe, braucht man nicht drüber diskutieren, ist eigentlich auch ein ziemlich guter Darsteller. Ne, der hier tatsächlich auch einiges wagt und immer häufig ergänzt, ja, diesen Harry Potter-Type spielt. Ne, und da ist auch immer ganz nett zu sehen, wenn er dann Horrorfilme, Actionfilme, irgendwas Spezielleres spielt. Und ja, dementsprechend war ich natürlich auch gespannt auf Ganz Akimbo, denn die Prämisse klang sehr cool und ja, versprach halt auch wieder so richtig abgedrehte, edgy Action zu werden, ne, wie ja, ein paar andere Filme, auf die ich noch zu sprechen komme, die eigentlich immer sehr unterhaltsam sind. Ne, und no. Von daher war ich echt mal gespannt, ob Ganz Akimbo wirklich vielleicht ein neuer kleiner Kultknaller wird oder ob das denn eher ja, so ein Riesenhaufen heiße Luft ist. Ja, die ganz coole Prämisse, die ich ja bereits erwähnt habe, geht es darum, wir haben hier Miles, gespielt von Radcliffe. Miles ist ein ziemlicher ja, Verlierer, arbeitet als Spieleprogrammierer für ja, ein Handyspiel, ne, das den Leuten mit Mikrotransaktionen das Geld aus der Tasche saugen soll. Und ja, seine Freundin hat mit ihm Schluss gemacht oder da ist es aus. Und ja, allgemein läuft es einfach bei ihm nicht so. Aber woran er Spaß hat, ja, so ein bisschen, er sagt immer Trolle ärgern, aber eigentlich trollt er so ziemlich. Unter anderem denn bei dieser neuen Online-Sensation Schism, die natürlich nicht ganz legal ist, denn so ein Verbrecher Syndikat, ne, lässt da irgendwelche anderen Verbrecher oder Leute gegeneinander antreten. Und da können die Leute die Streams schauen und eine Menge Geld wetten, ne, wer von den, ja, ich nenne es mal Gladiatoren, jetzt den anderen zur Strecke bringt. Und als er da den Leuten zu sehr auf den Sack geht, ja, beschließen die Leute von hinter Schism dann, er wäre doch mein geeigneter Kandidat für ja die aktuelle, ja, unbesiegte Nyx, gespielt von Samara Weaving. Und ja, da er natürlich nicht freiwillig mitmacht, wird er entführt und wacht dann auf, hat an beide Hände eine Pistole geschraubt und ja, wo er eigentlich ein ziemlicher Verlierer ist und von Action und Gewalt nicht so viel ja, hält, muss er sich jetzt gegen nichts durchsetzen, die ihm natürlich ziemlich schnell einfach ans Leder möchte. Ja, und man merkt auch ziemlich schnell, dass wir es hier mit einem dieser, ja, krawallartigen Actionfilme haben, die an allen Ecken und Enden edgy sein wollen, also edgy, richtig schöne Ecken und Kanten und fuck the Mainstream, ohne dabei wirklich komplett fuck the Mainstream zu sein. Das ist auch gar nicht schlecht, weil diese Filme ja häufig auch durchaus, ne, und sehr unterhaltsam sind, ich habe es ja bereits erwähnt. Ne, und bei, ja, wie gesagt, bei Dings, Ganz Akimbo merkt man das schnell. Ne? Der Chef hinter Schism ist natürlich nicht ein eiskalter Anzugträger, so ein, ne, White-Collar-Crime-Typ, sondern der ist von Kopf bis Fuß tätowiert. Ne? Also, ne, hört auf den schönen Namen Richter. Und ne, seine ganze Truppe von Henchmen sind natürlich auch alles irgendwie, ne, eine farbige, die ja fast wie eine Lederdominatrix wirkt. Ein Typ mit einem Iro und Bart, der so, ne, ist, also, ne, Daniel Radcliffe kriegt die Sachen hier herangeschraubt und muss natürlich am Anfang im Morgenmantel, ja, Leoparden pushen und, ja, Buchse durch die Gegend rumrennen. Ne, nix, ne, hat hier Vampirzähnchen und ist auch tätowiert und sieht allgemein ziemlich, ja, wie eine Cracknutte aus. Also, alles edgy und der Humor ist natürlich auch so, wenn, ne, Miles sich natürlich Angst oder Gedanken machen muss, wenn er jetzt hier mit den Knarren pinkeln muss, das Hauptsache er schießt sich den Schwanz nicht weg. Der eine Method, den er dann da trifft, der ihm kurzzeitig hilft, ne, und er dann, obwohl er Veganer oder Vegetarier ist, ne, sich so ein Würstchen reinpfeifen muss und das dann richtig schmatterig ist seit Monaten, da liegt, ne? Und allgemein solche Sachen, es ist alles auf edgy getrimmt und sind wir ganz ehrlich, man kann das komplett infantil, blöd und doof finden, aber ja, der Film ist bemüht sich irgendwo sehr, sehr kult zu sein. Ist das schlimm?
es wird manchen Leuten zu viel sein und oder zu viel des Guten sein, dass man sagt, der Film will auf Biegen und Brechen kultig werden und geht dabei einfach, ja, entblößt sich dabei ein Stück weit. Aber ich muss auch sagen, es ist zwar teilweise bewusst forciert und auf cool gemacht, aber insgesamt funktioniert das aber trotzdem recht gut. Dieses abgedrehte, beknackte macht durchaus Spaß und ja, wie gesagt, gewinnt keine Innovationspreise und ist natürlich nicht wirklich so cool wie viele Sachen von Tarantino oder ähnlichen Leuten, die wirklich richtig Kult machen. Aber es geht auch nicht so in die Hose wie viele andere Versuche, ne, genau so einen Film rauszubringen. Das liegt vor allen Dingen dann auch daran, dass die Action-Szenen durchaus auch gelungen sind. Ne, wie gesagt, der Humor ist nicht jeder, sicherlich nicht jedermanns Sache, funktioniert aber. Ne, aber wie gesagt, die Action-Szenen sind schon cool gemacht. Der Bodycount ist hoch und ziemlich blutig. Also da werden tonnenweise blutige Einschüsse, Headshots, ähnliches. Ne? Es wird mit Messern, Hämmern und ähnlichem malträtiert. Ne? Also, dass der Film ab 16 ist. Ich dachte, er ist ab 18, aber gut. Dass der Film im Kino damals wohl eine Minute geschnitten lief, verwundert nicht hundertprozentig, weil er schon teilweise ziemlich blutig zur Sache geht. Ja, aber die Action-Szenen sind auch so ganz cool gemacht, weil sehr viel Tempo drin ist, immer irgendwie rumgeballert, gekämpft wird in ähnliches. Ja, ist zwar nicht immer so top-notch inszeniert wie, weiß ich, zum Beispiel die John Woo-Action-Filme oder die John Wick-Teile, nicht so ganz so durchgestylt, aber ist schon sehr cool und sehr unterhaltsam gemacht. Und ja, manch anderen Filmen, was das angeht, auch definitiv überlegen. Einfach, weil er hier sich auch traut, mal brachiale Action zu bieten und nicht, ich sag mal, was wir sonst im Kino haben, immer so auf Hochglanz poliert. Also das trägt auch schon mal sehr zum Erfolg des Ganzen bei. Vor allen Dingen, weil der Film hier auch nicht versucht, mehr zu sein, als er ist. Er will ein edgy Action-Krawalltour werden und das ist er. Ne? Wo andere Filme, die vielleicht ähnliches in eine ähnliche Schiene gehen wollen, da vielleicht ein bisschen mehr Hemmungen haben und deswegen vielleicht auch ein Stück weit versagen. Tja, es gibt ja sehr, sehr viele Filme, die in diese Richtung gehen und ne, edgy Humor bieten wollen, wacky Charaktere und Krawall-Action. Ganze Kimbo schafft es meiner Ansicht nach aber definitiv auch, sich hier ein bisschen nicht abzusetzen, aber ich sag mal, durchaus positiv das Ganze zu machen. Na, wie gesagt, gibt es ja tonnenweise Filme in die Richtung von Crank 1 und 2, Smoking Aces 1 und 2, Hardcore Henry und American Ultra und was es da alles gibt. Und ich sag mal so, ein Problem, was manche dieser Filme haben, ist, wenn das zu sehr auf dieses adrenalinpumpende Action und ne, irgendwie ne, verrückte Charaktere, die einfach so überwiegend nicht existieren, so dieses komplett überspitzte, überzeichnete und mit diesem anstößigen Humor und ne, blutiger Action und so weiter und so fort. Es gibt Filme wie Smoking Aces, der mir an sich nicht schlecht gefällt, der aber viel Potenzial liegen lässt, weil er sich sehr auf seine Charaktere stürzt, ohne dass die jetzt wirklich besonders überragend sind und die Action liegen lässt an vielen Stellen. Und der vielleicht eher Tarantino-mäßig sein möchte, anstatt Krawall-Action. Oder auch ein Film wie Crank. Ich mochte Crank, auch der zweite war nicht schlecht, aber manchmal geht mir dieses, ja, diese Action wie auf epileptischen Anfall, dieses und dann, ich müsste die Kamera jetzt nehmen und den hier machen, um das gut rüberzubringen. Hat ganze Kimbo auch, aber es fiel mir hier nicht so extrem auf. Ne? Man muss sagen, bei Hardcore-Ego-Perspektive muss es ja so sein. Das hat hier Jason Lee Howden schon ein Stück geschickter inszeniert, dass es zwar diese Krawall-Action ist, aber ja nicht ganz so rüberkommt. Weil das geht mir persönlich meistens auf den Sack. Und auch wenn die Action teilweise, manchmal ist sie ganz cool inszeniert, manchmal ist sie nicht ganz so ausgefeilt, sondern einfach aber es funktioniert hier einfach besser als bei manch anderen Filmen dieser Gattung. Und ja, von daher schafft das Ganze Kimbo auch hier ein bisschen, ja, diesem, ich sag mal, abgetrampelten Faden noch ein bisschen was abzugewinnen, was ja funktioniert und nicht ganz so 0815 ist. Von daher, ganz Akimbo gewinnt keine Innovationspreise. Er macht etwas vom Grundprinzip, was schon x Filme vorher gemacht haben, aber er macht es gut. Na, die Charaktere sind alle überzeichnet und ja, so edgy und so
anti-Fuck-the-Mainstream-gemäßig, dass das ja fast schon eher eine Farce ist als alles andere. Aber im Gesamtkonzept funktioniert es halt recht gut. Ja, der Humor ist teilweise auch dementsprechend angepasst, wirkt hier aber auch nicht so deplatziert, wie es bei manch anderen Sachen oder anderen Filmen dieser Art dann wirkt. Ja, und die Action ist zwar nicht immer grandios inszeniert, aber sie lässt das Adrenalin pumpen und sie ist blutig. Und ja, hier halt auch nicht ganz so wie bei manch anderen Filmen dieser Art. Ja, von daher funktioniert das alles recht gut. Und ja, ich sag mal, wer denn von, ich weiß gerade nicht mehr, wie der Song hieß, dieses hier, You Spin My Head Right Round, bla bla bla, Like a Record. Ihr wisst, welchen Song ich meine. Das als Industrial Rock-Version bei einigen Szenen. Es hat schon irgendwo was. Ja, also von daher, ganze Kimbo macht Spaß. Ist sicherlich kein Meisterwerk und ja, ob er das Zeug zum Kultfilm hat, das wird sich erst zeigen. Er ist definitiv aber in seiner ja, Edginess etwas kultiger als manch andere Filme aus diesem Genre, die es auch so versuchen. Mag hier vielleicht auch daran liegen, dass ja, ich sag mal, die involvierten Leute hier sich gar nicht, vor, gar nicht versucht haben, ja, irgendwas da ja, vorzugeben. Das ganze Kimbo mehr ist halt als so ein ja, knalltütiger Krawall-Action-Film. Und das hilft ja auch manchmal schon. Ja, ich bin an der Stelle durch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt in die Kommentare, wie ihr ganze Kimbo fandet. Interessiert mich mal. Ist er wirklich ein Stück weit kultige Krawall-Action oder ist er so nach dem Motto forciert, dass das einfach nur noch peinlich ist? Schreibt ihr es rein. Ein bisschen infantil muss man für das Ganze, glaube ich, schon noch sein. Ein bisschen das Kind hier drinnen mit haben. Aber gut. Ansonsten bleibt gesund und jo, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.